Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, der Mythologie läuft. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben bei unserem Bruder Skilly, der ja, Hilfe braucht beim Steine sammeln. Und wir gerade der einzige sind wie ein Steinesammler. Deshalb sammeln wir jetzt die Steine von seinem Feld. Und ich denke, die Steine können wir vielleicht mit uns sogar einladen, was wir machen. Also wenn es noch gut geht, kann man das sogar noch schaffen. So. So. Jetzt. Gut. Ist es eben noch ein kleines Stückchen? So. Brauchen wir, glaube ich, gar keinen Anhänger mehr von ihm, weil wir alles sonst hier in unserem Hänger haben. Was gut ist. Also merken wir uns, wir können hier gut den Stein runterholen. Das ist relativ schnell und unkompliziert. Und die Steine, würde ich sagen, lagern wir jetzt über uns erstmal ein Silo. Schauen dann, für was wir sie erstmal weiterverwenden können. So. Dann müsste sein ganzes Feld jetzt erstmal fertig sein. Jetzt gucke ich kurz mal drauf. Oh, sieht man Scheine. Die Scheine sind alle runter. Gut. So, dann bin ich mal so frei und fahre die Steine mal weg. So. Dann haben wir gleich mal ein bisschen Stein wieder auf unserem Hof. Ehrlich gesagt habe ich doch keinen blassen Schimmer, was wir mit den Steinen anfangen werden. Aber ich denke, Kalk kann man draus machen, Stein und ein bisschen Wasser haben wir Kalk ja an sich. Da müsste ich aber nochmal die Rezeptur schauen, weil ich glaube, irgendwas muss man ja herstellen können ja aus Steinen. Heißt, wir können dadurch uns einfach Kalk uns kostenfrei herstellen. Was auch gut ist, muss ich sagen. Dann gucken wir gleich mal, sobald wir auf dem Hof angekommen sind, bitte. So 70, wir fahren eh keine 70, wir fahren eh nur 55 Sachen circa, plus minus 55,5, 55,4, jetzt für 5, keine Ahnung. Auf jeden Fall hammert das irgendwann dann gleich. So, mit Frucht in die Ortschaft. Bastian. Naja, was heißt 5 km/h? Auf die wieder. Jetzt niemand so gleich. Das heißt jetzt wieder sau. Meine Güte, nee. So, und wir sind hängen geblieben. Ach komm, ey. Jedes Mal. Wir brauchen mal eine andere Schrank für uns. Oh, wenn ich die ganze Zeit hängen bleiben. Weil das nervt, wenn man hängen bleibt. So, dann schmeiß ich das jetzt einmal ins Silo hinten rein von uns. Na komm, da. Stein überladen. 1,8 Kubik. Stein. So, und dann schmeiß ich das Ding wieder in die Ecke hinter. Verreimen das. Schmierfett. Und dann gucken wir mal weiter. So, dann einmal bremsen und dann wieder einpacken. So. Stopp. Den Traktor lassen wir gleich mal draußen, weil ich habe keine Ahnung, was im Traktor irgendwas noch machen müssen. Deshalb bleibt das Ding gleich mal vor der Haustür stehen. So. Motor aus. So. Passt aus.
Dann räumen wir das Schmierfeld wieder weg. Mit unserem MB-Traktor. Tür zu, Motor starten, Handbremse lösen. Na komm. Also wir brauchen hier einen anderen Fahren. Ah, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Na komm. So. Na komm. MB-Trakt. Jetzt kommen die Gänge mal. Ich glaube, der ist für diesen Büro. Ah, Job nicht geeignet. Naja, mal wieder irgendwo angestoßen, passt schon, würde ich sagen. Das heißt, das Ding ist wieder neu. Wir kommen da gar kommt nicht. Da ist eine Wand, da war eine Wand. Meine Güte, ich und hier rumfahren mit diesem MB-Trakt. Das kann sich noch sehr, sehr witzig gestalten, würde ich sagen. Und stopp. Nein, kurz ab. Ich hätte den ab. Jetzt haben. So und Stopp, Motor aus. Ja, fahren wir mal vor, ticken, genau. Motor aus. Ja, wo ist das? So. Das hat sich gut angehört. So. Machen wir mal zu. Und gucken mal, ob wir irgendwas Neues haben. Ich denke aber nicht. Warum soll man irgendwas Neues haben? Ja. So, jetzt gucken wir mal. Der falsche Weg. Auch den Weg. Das fortsetzen. Das bitte mal. Da. Das mal öffnen. Da. Wir haben einen Brief von der Gemeinde bekommen. Mal wieder. Was schreiben Sie dieses Mal? Gemeinde Mühlenkreis Mittelland, Leonard Raffzahn in Hofplatz 1 auf 90381 Mühlenkreis Mittelland. Stand 2.1. Okay. Sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen, die Gemeinde ist von ihrem oberen Standort in der Nähe des Hafens, in Klammern gesetzt, umgezogen bis in den Süden. Mit, sind die umgezogen? Bis seit wann sind die umgezogen? Ich meine, die Gemeinde war hier oben. Aber gut. Was schreiben wir dann noch? Zu denen haben wir eine Weile Garage sowie neue Fahrzeuge bekommen. Neben der Gemeinde stehen jetzt neue Einsatzfahrzeuge. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie die Polizei. Wer Interesse hat, es ehrenamtlich zu machen, möge sich bitte bei der Gemeinde melden. Mit freundlichen Grüßen Jens Müllchen, Bürgermeister von Mühlenkreis Mittelland. Interessant, muss ich sagen. Interessant, interessant, interessant. Damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich würde sagen, mal rufen wir unseren Bruder an, ob der davon was weiß. Ah, dann rufen wir mal Ohren. Ja. Skiri, bist du da? Ja, ich bin da. Sag mal, hast du auch einen Brief von der Gemeinde bekommen? Kann sein. Ich hab grad mal so in das Postfach geschaut. Auf einmal lag da ein Brief von der Gemeinde drinne. Die sind ja umgezogen, ne? Die Gemeinde ist umgezogen. So, die Gemeinde ist umgezogen. Schon wieder irgendwo kein. Ich guck so selten in Briefen um. Ich guck so selten Post nach. Ist unmöglich bei mir. Man soll sich's angehören. Was haben wir denn bekommen? Nichts Gescheites, kann ich sagen. Aber immerhin keine Rechnung. Das ist das Positive. Ah, stimmt. Die Rechnung. Da, da, die, da. Bitte warten Sie. Wir machen mal eben die Prüfung. Ich liebe dich auch. Ja, das ist.
Gemeinde ist bla bla bla. Okay. Wenn keine Rechnung ist, ist sie nur umgezogen. Gut. Weiß man Bescheid. Weiß man Bescheid. Und wir haben jetzt da irgendwie Fahrzeuge auch noch bekommen. Oder eine neue Garage habe ich noch gesehen. Ich fahre gleich mal zur Gemeinde und schaue es mir mal an. Ja, wir können ja gleich zusammen. Ich muss nur mein Schmierfett mal abholen. Ach ja, das kann ich dir gleich machen. Ich kann es dir auf meinem Pickup vorbeibringen. Ich habe drei gekauft. Ich bin schon mit dem Sprinter doch fast da. Also gut, dann treffen wir uns gleich am Shop, würde ich sagen. Ja, bis dann, gleich. Bis gleich. So, also, interessant, was die Gemeinde geplant hat. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Gemeinde geplant hat. Ist auch mal was ganz Neues, muss ich sagen. Jetzt machen wir oben wieder zu. So, jetzt muss man aufpassen, weil hier ist auch. Bremsen muss gelernt sein, muss ich sagen. So. Dann fahren wir mal hier links rum. So. Oh, ich mag es, in der Chevy zu fahren. Chevy ist geil. Chevy ist geil. Das Teil zu fahren macht mir Spaß. So, es kommt kein Zug. Ach, da. Es sind aber nur zwei gekommen. Das war's, dann stellen wir das Fahrzeug mal erstmal so ab. Alter, nein. Hat er nicht gesagt, er hat drei gekauft? Hat er nicht gesagt, er hat drei gekauft? Aber gut. Dann mache ich schon mal den Stapler für ihn bereit und helfe ihm gleich mal beim Verladen mal. Hallo. Gut, dass ich mich eingesperrt habe. Ja, warum geht halt nicht die Tore auf? Also. Das Tor geht komischerweise. Warum will das Tor jetzt nicht? Hallo. Man kann es von außen auf. Ah. Und man ist im Nachhinein immer schlauer. So, dann machen wir schon mal. Hat er aber nicht gesagt, dass er drei gekauft hat? Keine Ahnung. Ich verlade mich. Ich halte mich mal bereit mit dem Stapler. Upsasa. Eieiei, mit denen kann ich auch nicht umgehen. Sag mal, hallo, ich will doch nur verladen. Da kommt der Skiddy Shaw mit seinem Van. Du, Ich Skiffy, habe hast einen du. zu wenig bestellt. Ich wollte sagen, hast du nicht gesagt, du hast zwei, drei bestellt? Ja, ich sehe es gerade auch. Ich habe einen zu wenig bestellt. Unmöglich mit mir. Einfach hier zu wenig bestellen. Achtung! Würde auch den richtigen nehmen. Ach so. So, ich muss dann besser an den transferieren. Meine Güte, das ist wieder Ladung. So. Ja, also, ist Übung. Übung macht den Meister. Einfach rein! Backe mehr, schadet nicht. Paar Dellen mehr. Jetzt habe ich schon niemand merken. Ah, jetzt habe ich es mal fast. Wir sind doch drei. Jetzt muss ich jetzt muss ich aufhören, dass ich keine deine Scheinwerfer hinten kaputt mache. Upsasa. Und wenn, dann hast du halt wieder was zum Reparieren, wie immer bei uns. So. Axt kaputt. Ding kaputt, dies kaputt. Müsste aber passen. So, wenn man es ein bisschen reindrückt, dann passt es schon. Bisschen mit Schmackes, dann passt es schon, würde ich sagen. Bisschen mit Schmackes, ja, bis es dann kracht auf einmal. Also dann beschwer dich nicht, wenn du auf einmal da ein paar Sachen, wenn du was in deiner Fahrerkabine vorne hast. Ich war es nicht. Ich auch nicht. Weil War dann der bist du. Heilige Geist. Genau. Nach dem Thema so. So. Sag mal. Tja, ne, ist eine Kunst da einzuladen, ne?
Aha. Naja, wenn du fährst mit paar Dellen mal weg, was soll's? Huch. Also, ich wollte Nimmst eigentlich du beide mit? ich wollte Wolltet nur. denn beide haben? So, jetzt so. So, mal schauen. Haben wir noch Platz vorne? Ja, wer hast du Platz? Hast du Platz? So, reicht. Wenn, dann gibt's halt eine Delle halt ins Fahrzeug. Wird ja niemanden stören, oder? Nö. Ach, Frau, was? Freundin nicht da, also wird es niemand auffallen. Besonders bei uns, bei der Familie Raftsam, ist schon, glaube ich, einiges kaputt gegangen. Besonders wenn So. Peter gefahren ist. Was hast du letztes Mal gemacht? Das sollte aber eigentlich da rein, ne? Ich hab's gemerkt, dass es da rein ist. Das muss man nicht sagen. Autsch. Gut, ich habe es irgendwie schief verladen. Ich muss nochmal absetzen. Also ich glaube, man sollte. Ich muss mal einen Staplerführerschein machen, glaube ich. So. Komm. Passwackelt hat Luft absetzen und mal nachdrücken, dass alles drin ist. Dong. So, passt. Reicht. Achtung, auf die Gabeln achten, dass ich nicht recht zusammenfahre. So, dann drehen wir. Ai! Autsch. Hakt. Ich habe ein kleines Problem geschrieben. Ja. Was hieß es, dass du. Kümmern wir uns später drum. Naja, soll ich dir sagen, was hier. Wie gut, dass hier noch ein Teleskop da rumsteht. Ach so, doof. Wenn, dann machen wir es schon gleich wieder richtig sauber. Wie hieß die Post? Bitte sorgfältig mit den Fahrzeugen umgehen. Ich habe den nie erhalten. Ja, du nicht, aber ich. So. Da schließen. Und dann fahren wir ab, würde ich sagen. Bremse lösen. Ich habe da ungefähr eine Ahnung, wo die sein könnten, glaube ich. Na komm. Jetzt habe ich meinen Gang einlegen. So, dann folge mir einmal. Unauffällig. Ja, ich fahre dir in 5 Jahren hinterher. Ja. So, ach, so. Rauf aufs Gas. So. Nö, hier ist er 50, wegen dem Ortseingang. Na gut, ich fahre mit 60 durch. Feuerfrei. Ach komm, 70, euer Ernst. Nein, das war Ja, wir kennen es bei mir nicht anders. Mein Bauernhof braucht dringend Fett. sag mal, wo bist du abgeblieben? Ich dachte, wir sind ja hier miteinander losgefahren. Ja, du musst überlegen, ich habe einen Sprinter, ja? Ein Sprinter braucht ein bisschen länger, um von 0 auf 100 zu kommen. Ach Quatsch, einfach ganz einfach einen Ziegelschein auf das Gaspedal legen, dann passt es schon. Ne, trotzdem. Meine Güte, fährst du denn? So, ich glaube, wir sind angekommen. Ich glaube, das müsste die Gemeinde sein. Ich mache uns schon mal die Schranke auf. Immer diese Schrankentüren hier, echt. So, ich parke mich einfach mal direkt hier. Nein. So, ich packe mich aber hier rein. Passt schon einfach. Schräg hinstellen, wird schon niemanden stören. Heißes. Passt noch, hast doch Luft. Mensch, mach dir doch keine Sorgen. Ich sollte noch extra. Passt doch. Da passen noch 5 Wagen, denke Was? Ja, hat Luft. Luft. So, aber wie es, was wir hier zu entdecken haben, seht ihr in der nächsten Welchen Folge. Platten? Nee, habe Oh. ich nicht. Ja gut, so witzig gewesen, noch einen Platten hätte. So, dann würde ich sagen, man sieht sich zur nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao. Jo, tschüss.